Okay, guys, I just got up in the morning and to pop up my spirits, I saw this video here. Two mindset booster for 2023. Oh, that, it's in German, okay. Also, das ist in Deutsch. Ich war gerade auf Englisch gepolt, sorry. Und das will ich mir jetzt mal reinziehen hier. Die Selbstständigkeit ist ja einmal die schöne Geschichte, dass man die Dinge selbst machen kann. Ja, LexOffice ist geil. Wir wissen es. Intro mal skippen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, ihr Lieben. In dem Video machen wir nochmal ganz schnell, aber ich glaube, es ist wertvoll. Ganz schnell, Leute. Zwei schnelle Mindset-Booster für mehr Energie. Denn manchmal ist es doch so, wir kommen in so Phasen rein. Ich glaube, jedes Leben ist oft in so Phasen. Und manchmal sind die Phasen ein bisschen schwer und wir fühlen uns energielos und nicht so richtig voller Power. Uns fehlt uns ein bisschen der Antrieb und das ist was völlig Normales. Der Punkt ist aber der, und das ist die gute Nachricht, wir können uns da auch wieder rausholen. Wir können da aktiv dafür sorgen, dass wir wieder Energie haben, dass wir mehr Energie haben. Und ich möchte dir gerne zwei simple, schnelle Mindset-Booster geben, die ich für mich nutze. Und für mich funktionieren die super, vielleicht für... Also für mich gibt es diesbezüglich diese ganzen Mindset-Geschichten letztendlich konkrete Ziele, ja, die dich halt antörnen. Also... So simpel ist das Ganze, ja. Also da brauche ich auch keine Mindset-Coaches und irgendwas 10.000 Euro bezahlen oder sonst irgendwas. Einfach brauchst ein konkretes Ziel und dass du dir immer wieder vor die Augen hältst, am besten du druckst es aus, hängst es dir an die Wand oder sonst irgendwas, ja. Das Ziel sollte auch relativ ambitioniert sein, aber auch nicht quasi komplett utopisch, ja, sodass du es auch tatsächlich erreichen kannst. Sogenanntes Mitfrist. Also Midterm-Targets, ja, also kurzfristige Targets wäre zum Beispiel, ich möchte bis heute Abend irgendwie einen Sale machen oder bis Ende nächster Woche oder sowas, aber Mitfrist möchte ich zum Beispiel, ja, ich möchte so viel schaffen, dass ich, wir haben heute November, dass ich bis Februar mir 3 Tage frei nehmen kann und nach Mallorca fliegen übers Wochenende oder irgendwie sowas, ja, in ein schönes Hotel, wo ich nicht unbedingt auf jeden Euro schauen muss. Ja, und dann da ganz gezielt darauf hinarbeiten, um dich dann dort dafür eben, dafür, dass du dann gut gearbeitet hast, dich dort eben zu belohnen. Ja, so einfach funktionieren wir Menschen einfach. Ja, also dieses ganze, ja, ich möchte die Welt verändern, eine Delle ins Universum hauen und so, wie Alex Fischer immer sagt und so weiter, das können die Leute nicht greifen. Das ist einfach was für, damit ziehst du halt die ganzen... Esoteriker und so weiter halt an, ja, und ich hatte meine Freundin, die war so, die hat mir dann irgendwie so einen Stein geschenkt und da war ganz bestimmte Kräfte drin und so weiter, ja, auch ich mag Marvel, ja, ich liebe auch Marvel, aber ich reduziere es auf ein paar Stunden im Monat, ja, weil es einfach mit der Realität nichts zu tun hat, ja, man wird da so reingesaugt mit den ganzen spirituellen Geschichten und, aber de facto passiert halt nichts, das ist halt einfach so, ja. Dich ja auch. Nummer eins. Stell dir bei allem vor, was ist, wenn es das letzte Mal ist, dass du das tust? Was ist, wenn es das letzte Mal ist, dass du etwas tust, dass du etwas siehst, dass du etwas liest, dass du etwas anfasst und so weiter und so fort? Stell dir das wirklich mal vor. Was ist, wenn es das letzte Mal ist? Dann machst du das, glaube ich, viel, viel bewusster und wertschätzender. Dieses Bewusstmachen führt zu Wertschätzung, schärft deinen Fokus und dein Bewusstsein dafür, wie toll das ist, was du so oft als selbstverständlich vielleicht ansiehst. Allein das... Wow, also das ist wirklich krass, dieser Tipp, muss ich echt sagen. Ich habe das Video vorher nicht gesehen. Stell dir vor, das ist das letzte Mal, dass du... Also, weil ich nämlich vor knapp einer Woche... meine Schwester besuchen war und die hat zwei etwas ältere Hunde, die ich wirklich liebe über alles und ich habe sehr wenig Zeit gehabt, diese zu besuchen, also ich glaube einmal im Jahr oder sowas und ja, die sind sehr krank geworden, also der eine, der war sogar in der Münchner Hundeklinik über Wochen, ja, wurde künstlich ernährt, der hatte eine Herzentzündung. Der jüngere Hund sogar und dann der ältere Hund, der ist halt einfach schon älter, 13 Jahre. Und ich liebe den über alles und der ist so süß, so ein King Charles Spaniel. Und der begrüßt mich immer so nett und der reibt immer so sein Köpfchen immer so an mein Bein ran und so weiter. Das ist einfach so süß und der ist halt auch schon so alt. Der sieht kaum noch was, ist fast blind, ja.
und wird halt ständig aufgepeppt mit Vitaminen und so weiter, dass überhaupt noch richtig vernünftig laufen kann und so weiter. Ja. Also es ist halt wirklich, Hunde altern halt teilweise dann sehr, 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 sehr schnell. Ja. Also ein Jahr ist halt da wie 7 Menschenjahre oder sowas. Und das ist halt wirklich. Und ich habe mich da quasi ihn besucht und dann einfach den Hund einfach den ganzen Tag dort gestreichelt oder nicht den ganzen Tag, ein paar Stunden. Und ja, so als wäre es vielleicht das letzte Mal. Ja, und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, jetzt gerade rein zufällig, aber dann wertschätzt man das halt natürlich schon. Nur was das jetzt halt quasi mit Motivation zu tun hat, weiß ich jetzt nicht genau. Mindset Booster für 23. Okay, ich finde jetzt die Verbindung sehe ich noch nicht ganz. Vielleicht. Setzt sofort Energie frei und lässt deinen State of Mind nach oben schießen. Von und ist ja nichts Besonderes zu, boah, toll. Denn manche Menschen wären froh darüber, das sehen zu können, was du siehst. Warum? Weil du sehen kannst. Die nicht. Und das ist was ich mir oft tatsächlich dann vor Augen führe. So dieses, boah, was ist eigentlich, wenn das jetzt das letzte Mal ist, dass ich das hier machen kann, dass ich das hier sehen kann, dass ich das hier lesen kann, dass ich das hier anfassen, spüren kann. Das ist schon mächtig. Das ist echt mächtig. Muss man ausprobieren. Was ist das Zweite? Ich nenne das, nutze die Magie und die Schönheit der Dinge um dich herum. Das soll jetzt gar nicht irgendwie nach Esoterik, Erste-Klasse-Kursus klingen, aber es ist so wahr. Denn schau dich doch mal um, egal wo du gerade bist. Oder geh mal raus vor die Tür und schau dich um. Dann siehst du dann einen Vogel, dann siehst du Pflanzen, dann siehst du Wolken. Und mach dir doch mal die Magie und Schönheit der Dinge wirklich bewusst. Auch da wieder raus aus dem Rausch. Ja, klar ist da ein Vogel, ja, klar ist da ein Baum, ja, klar ist da eine Wolke, ja, klar ist da die Sonne. Rein ins, wow, was ist daran eigentlich so schön? Was daran ist eigentlich die Magie? Und wenn du sowas siehst, dann mach das nächste, stell dir einfach vor, wie viel es davon gibt. Welche Fülle der Schönheit dich umgibt. Wirklich. Weil es ist wirklich so. Und wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, was ich an einem Baum oder an einem Vogel oder an einem Fluss oder an Luft oder an der Sonne oder an Wolken schön finden soll, dann hast du echt ein Problem. Weil es gibt eigentlich nichts Faszinierenderes, Schöneres als das, was einfach da ist. In der Natur zum Beispiel. Nochmal, das ist das Zweite, was ich mache. Einfach die Magie und Schönheit der Dinge um dich herum nutzen. Indem du sie dir bewusst ansiehst, bewusst wahrnimmst und dann dir bewusst machst, ey, wie viel gibt es davon eigentlich? Was für eine Fülle der Schönheit bewege ich mich eigentlich? Beides zusammen. Das Erste, was wenn ich das letzte Mal mache und das, was ich gerade gesagt habe, vielleicht muss man sich dafür mal so 10 Minuten Zeit nehmen am Tag. Aber weißt du was, eine Stunde sind 4% des Tages. Weißt du, wie wenig 10 Minuten sind? Ein Sechstel von 4%. Kann ich es nicht ausrechnen, aber wirklich wenig. Und deswegen lohnt sich. Ja, das ist auf jeden Fall was Wahres dran, da brauche ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Deswegen habe ich auch hier ein paar Futterplätze und ein paar Nester in meinem Garten für Vögel, weil es einfach super schön ist, da einfach diese Natur zu haben und so weiter. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich noch jünger war, jünger, so an die 20 oder sowas, da war ich ja mal 2 Jahre lang in Italien, also ich war totaler total Italien-Fan, ja. Und weil einfach dort auch sehr hübsche Frauen sind, ja, und so weiter. Und auch sehr selbstbewusste Frauen, ja. Also die teilweise, oder zumindest mir, teilweise halt wirklich direkt in die Augen schauen, da wo du quasi dann, ja, derjenige bist, der dann Muffelsausen bekommt, ja, als Mann sozusagen. Und also sehr, sehr impressionante Frauen. Und damals war es halt so, ich war eigentlich immer mehr oder weniger, hatte ich nie wirklich Geld, aber ja, war auch dann in Rom und habe mich dort auch als Selbstständiger versucht zu verwirklichen und alles Mögliche gemacht, DJ und ja, immer irgendwie versucht, über Wasser zu halten. Hat eigentlich wirklich nie Geld, habe teilweise in Löchern gelebt. Also wirklich, ja, muss man sich mal vorstellen, man geht nach Rom, nach Italien. Wegen der Sonne, ne? Und dann hatte ich dann über 9 Monate hinweg, durfte ich dann beim Hotel, wo ich gearbeitet habe, in so einem ehemaligen Lagerraum wohnen, ja, das quasi über die Winterzeit frei war, über die Sommerzeit als Hostel-Room Zimmer vermietet wurde. Und das Besondere an diesem Zimmer war, es hatte kein Fenster, ja? Also ich bin dann morgens mal aufgewacht und strahlender Sonnenschein in Rom, aber erstmal quasi komplette Dunkelheit und dann so erstmal irgendwie 5 Minuten lang ans Tageslicht gewöhnen, bevor ich dann normal draußen rumlaufen durfte. So ungefähr kann man sich vorstellen, ja. Und
Und das, dafür wurden mir vom Gehalt noch 300 Euro abgezogen, glaube ich. Sowas war das ungefähr. Und trotzdem war ich dort teilweise glücklicher wie hier, weil das Schönste, was es für mich gab auf der Welt, heute habe ich mir das quasi ein bisschen aberzogen, weil es einfach sehr viel Zeit verschwendet und ich einfach noch so viel vorhab. Aber damals war ich noch jünger, da hatte ich auch ein anderes Zeitgefühl und das Schönste für mich war einfach im Café zu sitzen, in so einem richtig italienischen Café, so einem richtig italienischen Cappuccino con Crema oder con Correzione oder Espresso zu schlürfen und einfach nur dort zu sitzen und die Leute auf der Straße zu beobachten. Das also im Übrigen machen das die Südländer grundsätzlich. Die haben einfach einen Stuhl, setzen sich vor die Haustür und beobachten einfach die Leute, ja? Weil sie sich dann auch weniger einsam fühlen, ganz ehrlich gesagt. Ja? Also das machen die da grundsätzlich so. Ob das jetzt in Griechenland ist oder sonst irgendwo, das ist halt so dieses südmediterranische, machen das halt gerne, dass sie halt sitzen. Spanien genauso. Und einfach dort ja, teilweise wirklich, also in Italien ganz besonders, weiß nicht, ob es heute noch so ist, ich war jetzt seit 15 Jahren nicht mehr in Italien, ja. Also muss man dazu sagen, ja. Ich habe dann irgendwann mal mit dem Thema abgeschlossen. Aber einfach, ja, es ist einfach dort zu sitzen, ja, und einfach schöne Frauen zu beobachten, wenn mal welche kamen, ja. Und da gab es eine ganze Menge davon und die haben sich auch ganz tolle Kleider mal angezogen, also sehr modebewusste, unter die modebewusstesten Frauen, die ich quasi so erleben durfte. So, ja, kann man so sagen. Einfach wunderschön. Es ist ja auch so ein Mix nordafrikanisch, so, na, also es ist ja so ein Mischvolk eigentlich, deswegen sind es ja auch so, also damals die Römer haben ja alle möglichen Frauen da von irgendwelchen besetzten Völkern quasi entführt als Sklavinnen und so, es ist halt das Volk, das italienische Volk ja entstanden, so wie es heute ist und ja, genau. Und dort einfach zu sitzen, also quasi de facto kein Geld zu haben, in irgendwelchen Löchern zu leben, ja, obwohl ich zu Hause vielleicht eine viel schönere Wohnung gehabt hätte in Deutschland, aber da halt in der Sonne zu sitzen, Cappuccino zu trinken und einfach die Schönheit des Lebens zu genießen, da war ich vielleicht sogar teilweise glücklicher als wie jemand, der vielleicht ein fettes Gehalt hatte in Deutschland und den ganzen Tag nur schuftet, ja, für, ja. Dieses typische 9-to-5-Hamsterrad-Leben, ja. Und gut, ich habe dafür natürlich auch damit bezahlt, dass ich vielleicht nicht so viel Geld hatte. Das war also das, alles im Leben hat seinen Preis, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen. Das glaube ich. Und nochmal, es ist völlig normal, manchmal antriebslos zu sein, manchmal keine Energie zu haben, Dinge zu tun. Kriegst du mir den Arsch nicht hoch? Ich weiß, geht mir auch so. Dann machen wir uns irgendwie nicht ran und haben so eine Phase, wo uns scheinbar auch nichts gelingt und so. Und dann kommt man aber schnell auch in so einen Negativstrudel. Und den musst du stoppen. Und den kannst du stoppen durch die zwei Sachen. Zwei simple Mindset-Booster, probier die mal aus. Und hast du auch Mindset-Booster? Also kennst du welche? Dann schreib mir die mal unten in die Kommentare. Weil ich bin auch mal auf der Suche nach Dingen, die ich nutzen kann, um irgendwie mich selber in einen Higher State zu bringen. Und wenn dir es gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Und abonniere den Kanal von mehr Geschäft. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao. Ja, würde ich jetzt gerne was in die Kommentare schreiben, aber ganz ehrlich, es ist halt aktuell ziemlich schwierig, denn es ist einfach nicht zu übersehen, dass ganz viel Shit passiert, ja? Also sei es jetzt politisch oder was auch immer. Und dann kann man sich so positiv versuchen, also selbst die Kanäle, die ich verfolge, die quasi super überschwänglich positiv sind. Selbst die, da spürt man auch, dass es denen nicht mehr so gut geht wie noch vor Corona und so weiter. Ne? Also, was soll ich sagen? Ne? Also, wir befinden uns in Krisenzeiten und das ist jetzt einfach nicht nur so ein Wort dahingesagt, das ist halt de facto so. Ja? Und das Problem ist halt das, ganz abschließend noch. Unsere Wirtschaft basiert auf Zyklen. Ja? Also, das habe ich schon damals in der Uni gelernt, vor 30 Jahren. Und wir haben halt jetzt künstlich herausgezögert eine rezessive Zyklusphase, also quasi einen Absprung, eine Talsohle nennt man das sozusagen, ja.
Rezession, so. Das sind einfach ganz normale Zyklen und die man auch erlauben muss normalerweise. Na, also es gehen wieder welche pleite, dann gibt es wieder neue Firmen und so weiter. Dieser ganz normale Wechsel. Genauso wie wenn du halt einen Apfelbaum hast, der verliert seine Blätter, ja, und dann kriegt er wieder neue Blüten, wieder neue Äpfel und so weiter. Das ist einfach genau wie die vier Jahreszeiten, ja, wie die Natur, ja. Wenn ich jetzt aber über Jahre hinweg, wie in unserer Wirtschaft quasi, es hinauszögere, dass der Apfelbaum seine Blätter verliert, ne, dann bekommt er immer mehr Blätter dazu, aber ich verhindere künstlich über künstlich erzeugte Geldmengen und so weiter immer wieder, dass er seine Blätter verliert. Immer wieder, dann habe ich nach 5 oder 10 Jahren einen Apfelbaum mit so vielen Blättern, dass er irgendwann zugrunde geht, weil er die Größe des Apfelbaums nicht mehr der Anzahl der Blätter und der Blüten und der Äpfel, die er erzeugt, nicht mehr entspricht. Und dann geht der Apfelbaum komplett ein, weil einfach zu viel Scheiße dran hängt, ja, also zu viel Zeug, ja, zu viel Schönheit sozusagen, ja. Und dann zerstört es halt den Apfelbaum kaputt, komplett, ja. Also das ist dieser normale Zyklus, der halt. Und irgendwann ist halt so, dass halt dann quasi ein kompletter Reset halt notwendig ist oder irgendwas. Und das ist jetzt auch nichts Theoretisches, ja. Also wir bedenken nur, die Umwandlung von Deutsche Mark in Euro war ja auch ein Reset. Ja, wir haben ja de facto die Hälfte unserer Kaufkraft verloren dadurch. Ja, also offiziell so nicht, aber dann inoffiziell nach 10 Jahren, im Laufe der 10 Jahre ungefähr Hälfte, Hälfte. Ja, also die Hälfte ungefähr. Na, also es war einfach so. Also. Und das ist jetzt gerade mal 20 Jahre her, 23 Jahre, und es scheint, dass wir das schon wieder nötig hätten und so. Ja, also es ist letztendlich aufgrund der Unfähigkeit vieler Leute oder beziehungsweise auch schlechten Einfluss aufgrund internationaler Politik, die halt Deutschland ganz offensichtlich klein halten wollen um jeden Preis, und wir Idioten das auch mitspielen, weil wir halt der Schwanz halt nicht mit dem Hund wackelt. Wir sind leider nur der Schwanz und der Hund ist woanders. Hat mittlerweile jeder kapiert, kann man wahrscheinlich auch so nicht ändern, ja, weil da einfach sehr viel Spielchen da getrieben werden und jeder am Ende nur auf sich selber beruht. Ja. Also wahrscheinlich, hier ist ein Unternehmer, der ist wahrscheinlich mehr fürs Gemeinwohl als wie unsere eigentlichen Politiker, die wir eigentlich direkt gewählt haben. Ja, muss man ja mal so sagen. Ja, also das ist so ein mittelständischer Unternehmer. Ja, also naja, gut, ziemlich lange geworden. Okay, also immer schön positiv, aber es ist halt einfach. Es kann sein, dass wir jetzt die Talsohle quasi dann uns irgendwie wieder rausholen. Es kann auch sein, dass wir natürlich in Deutschland grundsätzlich da ein Switch sein wird. Ja, und dann wird halt hier einfach nicht mehr so leicht Geld verdient, wie halt in den letzten 20, 30 Jahren oder generell seit dem Zweiten Weltkrieg. Mein Vater, der war, ich meine, letztendlich sind die vertrieben worden, ja, aus Deutschland, ehemaligen deutschen Gebieten, die dann tschechisch und polnisch und so weiter wurden, und mein Großvater war Italiener und so weiter, aber keiner hatte irgendwas. Also wir sind hier angekommen mit Kredit, mit Schulden. Und dann gab es noch die Zwangshypothek und allen möglichen Kram. Dann gab es eine Währungsreform. Also das bisschen Geld, was sie hatten nach 5 Jahren, war dann schon wieder nichts mehr wert. Also wir reden hier auch wieder mal von der Reform. 1955, glaube ich, war das. Das haben die aber alle nicht verstanden. Das waren ganz einfache Leute, meine Eltern und auch das ganze Umfeld meiner Familie. Ja, ich bin der Einzige in meiner engeren Familie, der das erste, also abgesehen von den Töchtern und den Söhnen meiner Schwestern, ne? Also der das Abitur gemacht hat und so weiter. Egal. Und ja, also was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich mich verfranst. Ist egal. Lass ich alles drauf, schieb's hoch und genau, also mein Vater letztendlich, weil nach dem Zweiten Weltkrieg ja nichts mehr dastand. Ja, also quasi da, wo nichts ist, so wenn der Ukraine jetzt dann irgendwann mal nichts mehr ist, kann ja nur Wachstum passieren, weil da ist ja nichts. Ja, das heißt, jedes Haus, jede Toilette, die du neu hinbaust, ist ja dann wieder Wachstum. Ja, deswegen machen die den ganzen Schmarrn. Ja, da geht es ja nur ums Geld verdienen. Ja, also der Krieg, da geht es nicht um Demokratie. Ja, also Ukraine ist nicht Demokratie. Ja, das sind Oligarchen, das ist mit das korrupteste Land der ganzen Welt. Ja. Deutschland ist ja quasi auch keine Demokratie, also so wie wir sie
wie sie uns verkauft wird. Ne? Also es ist, man gibt eine Stimme, alle 4 Jahre gibt man Stimme ab und dann werden Leute da hochgeschoben und gewählt als Minister. Die wählen ja wir nicht, also wir wählen ja keine Minister. Das machen ja die wie unter sich aus. Ja? Wo ist denn das Demokratie? Ja, es ist, naja. Wir können, glaube ich, irgendwelche Parlamentarier können wir irgendwie direkt wählen, aber die haben ja nichts zu melden, die haben nichts zu sagen. Ich habe noch nie einen Parlamentarier im Fernsehen gesehen, der irgendwelche Entscheidungen fällt. Ja, also, ja. Aber kurz noch zum Stopp. Meine Eltern sind halt eben hergekommen und konnten quasi, weil nichts da war, selbst mit ihren Händen, also mit ihrer manuellen Arbeitskraft, ja, über 20, 30 Jahre schuften, sich ein Häuschen bauen. Ja, und die Zeiten sind halt jetzt einfach erstmal vorbei. Jetzt muss das wieder alles platt gemacht werden, so ungefähr. Und das wird ja nicht funktionieren, weil es einfach alles zu komplex ist und zu gefährlich, das Ganze, den Reset quasi mit Krieg mal wieder herbeizuführen. Deswegen wird ja einfach der Krieg woanders dann stattfinden oder in anderen Ländern, so wie es jetzt gerade so ist. Und es wird ja überall noch gezündelt und dann gibt es wieder diesen Reset. Und, aber letztendlich ist ja sozusagen global, wenn wir, sagen wir mal, versuchen, ja, also die ganzen Nuggets aus Deutschland rauszuziehen. Automobilindustrie schon, geht schon seit Jahren so mit der Elektromobilität. Das ist alles Strategie. Ja, Elon Musk, die Chinesen und so weiter. Die wollen sich die ganzen Nuggets rausholen aus Deutschland. Ja, alles, was nicht nagelfest ist, soll auswandern, soll quasi sich amerikanisieren oder chinesisieren. Ich habe da ganz viele Insights und Know-how und so weiter, aber letztendlich. Und das ist halt jetzt hier mit Mindset Booster. Ja? Also du kannst jetzt nicht hinstellen und das finde ich auch ein bisschen hier bei Pascal Frey so ein bisschen, ich meine, er sagt auch mal, er liebt Deutschland, er liebt Deutschland, er liebt Deutschland, aber jetzt ist er, glaube ich, auch ausgewandert nach Mallorca, ich weiß ja nicht genau Näheres, aber er hat ja auch seine Gründe. Ja? Also persönliche Gründe, was weiß ich, ist egal, aber er ist halt einfach de facto jetzt nur noch zur Hälfte der Zeit oder so in Deutschland. Ja? Das heißt, alle, die irgendwie was können, was machen, die ein bisschen Kohle haben und auch ein gesundes Mindset und was machen, schaffen wollen und so weiter, die ganzen Mittelständler, alle, die ein paar Millionen haben, die werden sich das Weite suchen. Ja? Und die werden auch Mittelwege finden, das Weite zu suchen. Und was zurückbleibt, wird nicht sehr viel sein, leider. Ja, ist halt einfach so. Das war's und bis zum nächsten Mal. Ciao.